Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Close Your Eyes, ein Indie-Horror-Game in ganz einfacher Grafik gehalten, wie wir das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht haben. Ich freue mich sehr drauf, die Story ist eigentlich relativ einfach. Wir sind quasi dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen und kämpfen jetzt quasi um unsere Befreiung, unsere Erlösung in einem U-Bahn-Schacht, was jetzt natürlich sehr, sehr logisch klingt. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, da ich eben auch schon mal angespielt habe. Und hier sehen wir auf jeden Fall nochmal Before Playing. Das kann ich euch aber alles nochmal erklären. Eigentlich alles ganz einfach. Man steuert mit den Pfeiltasten und mit Z kann man dann nochmal entscheiden, was man eben aktivieren möchte. So, as a horror game, don't rob yourself of the experience. The game is best enjoyed in a dark environment wearing headphones. Also den Raum abdunkeln. Und am besten natürlich Kopfhörer auf, das habe ich natürlich auch. Und dann schauen wir uns jetzt mal an. Please close your eyes. Augen schließen. Close your eyes. Welcome, ladies and gentlemen. Boys and girls. How y'all doing? Today our exciting contestant is Death Defying. Death-wrong-defying, that is. He's a little tied up right now. Let's go check on him. So, wir haben schon gesehen, wir sind im Death-Row-Defying. Wir springen dem Tod also irgendwie von der Schippe. Do you have any last words? Haben wir letzte Worte? Anscheinend nicht. Then may God have mercy on your soul. Dann möge Gott unserer Seele gnädig sein. Release the platform. What in tarnation is the damn rope broke? Someone stop him, he's getting away. So, und jetzt sind wir dem Tod von der Schippe gesprungen und haben anscheinend diese Tür hinter uns gelassen. So, ich habe jetzt eben natürlich schon mal angefangen zu spielen, man muss sich sowas ja immer erstmal anschauen, bevor man dann Let's Play draus macht. Habe so circa 5 bis 10 Minuten gespielt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen von der Atmosphäre her, wieder von der Grafik her natürlich nochmal einen Schritt zurück zu Fingerbones zum Beispiel. Aber sehr, sehr coole Story, sehr cool gemacht. Hat auch seine Horror-Elemente, jetzt nicht unbedingt Jumpscares wie bei Until Dawn, aber macht auf jeden Fall Laune. Wir spielen hier unseren kleinen Charakter, der ja noch das Seil um den Kopf hat, was ja leider gerissen ist. Das sieht auf jeden Fall nicht so ganz glücklich aus. Die Tür hinter uns. I've blocked the door with a pipe. Someone is drastically trying to get in. Also, jemand versucht hier mit brutaler Weise reinzukommen, aber wir haben das natürlich mit einem Rohr geblockt. Hier sehen wir auch immer Rohre, die aus der Wand rausschauen. Und es gibt immer, wie bei Zelda, nur können wir die nicht kaputt machen, diese schönen Grasbüschel. Weeds are growing up from the ground. Wenn wir jetzt hier runtergehen, was wohl so ein bisschen eine Treppe, eine Rolltreppe sein soll, obwohl sie nicht wirklich rollt, dann erfahren wir auch, dass wir im Subway sind und außenrum, je weiter wir runtergehen, desto dunkler wird es jetzt. Da war gerade vorne was, oder? Oder war das ein Grafikfehler? Irgendwas war doch da unten. So, dann schauen wir uns nämlich jetzt hier mal diese Grasbüschel zuerst an. This subway must have been long abandoned. There's weeds growing everywhere. Also, scheint alles sehr, sehr lange verlassen zu sein. Hier sind überall diese Pflanzen, die wachsen. Ja, sagt er uns hier dasselbe. Dieses Symbol, was hier blinkt, das ist quasi unser Safe-Slot. Da können wir jetzt, 3 Minuten 24 habe ich jetzt schon gequatscht. hier können wir speichern. Und wie gesagt, das ist so ein Spiel, wo man wieder was entdecken muss, ein bisschen Rätsel lösen muss, Schlüssel finden. Und nach kommen Nachrichten und ich sag mal, der Sound ist sehr, sehr einzigartig. Momentan hört ihr ja gar nichts. Man muss trotzdem genauer hinhören. Es gibt Geklopfe, ein bisschen Geheule, muss man fast sagen. Also ziemlich gruselig gemacht. Aber vor allem die Nachrichten, die so nach und nach auf einen einprasseln. Wie gesagt, ich habe nur den Anfang gespielt. Aber was ich auch so drüber gelesen habe, hat es mir gut gefallen. Und ich dachte, auch wenn die Grafik natürlich wieder sehr, sehr einfach ist, so ein bisschen im Game Boy Color-Stil, spielen wir das mal. Und dann gehen wir jetzt mal weiter und ich höre vor allem mal auf, ein bisschen zu quatschen. So, hier habe ich erst gedacht, hier müsste man drüber springen, aber das sind wohl Säulen. Kann man zum Beispiel hier oben lang. Und was ich jetzt eben schon rausgefunden hatte,
So, a poster of an eye, I wonder what it's for. Und als ich dann einen Raum weiter war, habe ich dann gemerkt, das Auge, wo schaut das denn hin? Und wenn wir uns jetzt rumdrehen, auf der anderen Seite steht dann anscheinend immer eine Nachricht für uns. There's something written here. Ist etwas geschrieben. She cackles in darkness. Was jetzt cackles ist, weiß ich leider nicht. Aber auf jeden Fall klingt es nicht schön, was sie dann in der Dunkelheit macht. Mal schauen. So, hier unten haben wir wieder ein paar Rohre, die vielleicht für die Lüftung da sind. Hier oben sehen wir schon, da kommen wir nicht weiter. Da brauchen wir ein Ticket für. Und alles, was nach diesem Ticket kommt, kenne ich auch nicht mehr. This seems to be a turnstile. It's not letting me pass. I don't have a ticket, but maybe if I find one, it will let me by. Das ist doch eine super Sache. Und wenn wir da drüber gehen, werden wir sofort gestoppt. The route is blocked by that turnstile to the right there. So, dann gehen wir mal in dieses kleine Räumchen rein. Und da sehen wir schon. Hidden Hack holds the key. Schau natürlich immer in den Büschen nach. No time to be gardening. Es ist immer Zeit, um im Garten zu arbeiten, würde ich sagen. So, wenn wir uns dieses Bild anschauen. A work of graffiti. There's a message written with it. Hidden Hack holds the key. Die versteckte alte Hexe oder Heuhaufen, was es auch immer bedeutet, hat den Schlüssel. Gehen mal weiter in den nächsten Raum, der jetzt relativ groß ist. Und da sehen wir auch schon wieder das Auge. Is this poster supposed to be of an eye? What a strange symbol. Aber wir wissen ja jetzt schon, dass dann quasi hier was ist. There's something written here. Follow the witch's hole. Wir sollen also dem Geheule der Hexe folgen. So, sonst ist hier aber nichts mehr in dem Raum. Wie gesagt, es fängt ein bisschen langsam an. Ich kann euch aber sagen, dass ab dem nächsten Raum das Spiel richtig cool wird. There's something caught in the weeds. Obtained red labeled cassette. So, und ihr seht, da oben können wir die Kassette quasi schon abspielen. Und das machen wir jetzt. Und jetzt beginnt der sehr, sehr strange Teil. Achtung, genießt es einfach mal. So, falls ihr es nicht versteht, ist es genauso wie es mir auch ging, zumindest nicht alles, kann man sich das hier nochmal vorlesen lassen. Also sie singt Giggle, snort, snort, can you see where she hides? If you guess wrong, you will be the one who gasps. Also gasp und nicht. Also wir müssen sie finden. Wenn wir falsch raten, dann sterben wir. So. Jetzt kommen wir in den nächsten Raum. It seems to be a light switch, but there's no power being supplied to it. Also wir können das Licht nicht anmachen, aber wir sehen da hinten, da glitzert natürlich was in der Dunkelheit. Können wir gerade drauf zugehen. There's an item here. Obtained blue labeled cassette. Also haben wir jetzt eine neue Kassette gefunden. Ich finde, es klingt so ein bisschen japanisch, finde ich. Also der allererste Song. Ich dachte erst, es wäre auch japanisch, aber gut. So, dann switchen wir die jetzt mal. Ganz professionell dreht das erst leiser. Once upon a time in another place there was an old hag, or so they say, she cursed anyone who dared tread on her lonely space. Once upon a time in another place there was an old hag, or so they say, she cursed anyone who dared tread on her lonely space. Once upon a time in another place there was an old hag, or so they say, she cursed anyone who dared tread on her lonely space. Once upon a time in another place there was an old hag, or so they say, she cursed anyone who dared tread on her lonely space. Es war einmal in einem einsamen
Platz, Ort, lebte eine alte Hexe, nenne ich sie jetzt mal, oder so. Sie verfluchte jeden, der es wagte, in ihre Einsamkeit einzudringen. Und jetzt haben wir halt zwei Möglichkeiten. Entweder wir probieren jetzt mal den Gang unten. Now the door is open. Ja, ich habe vorher gar nicht geschaut, aber als ich es eben mal angespielt hatte, war die Tür verschlossen am Anfang. Hier dachte ich erst, oh je, was soll ich machen? Ich gehe jetzt mal wieder außen rum, weil ich nicht weiß, was sonst passiert. Wir gehen wieder zum glitzernden Punkt. There's an item here. Und jetzt haben wir die gelbe Kassette gefunden. Ansonsten gibt es hier auch gar nichts. Zumindest habe ich eben nichts gefunden. Man kann auch hier beim Häuschen nichts machen, was mich so ein bisschen an Hänsel und Gretel erinnert mit der alten Hexe. Aber man kann hier sonst gar nichts machen. Haben also nur die gelbe Kassette gefunden und gehen wieder zurück und spielen die jetzt ab. Und dann können wir uns quasi das dritte Lied anhören. Ich bin auch erstmal wieder ruhig, damit ihr erstmal selber zuhören könnt. Ich mache den Text dann wieder drunter. Traurig. Sie kratzt an unserer Furcht, lässt die Tränen fließen, verloren in einer leeren Hülle, nur bekannt als Hass. Ich mache das jetzt trotzdem, obwohl ich finde das als Untermalung eigentlich ganz schön. Ich bringe mal die Tür hier oben. Open Sesame! Natürlich schauen wir erst, obwohl hier nichts drunter blinkt. Werde jetzt trotzdem immer mal wieder schauen, nicht dass wir irgendwas verpassen. Tja, wie diese Pflanzen, das für mich sieht aus wie Unkraut, wie die da überhaupt wachsen können. Mehr Rohre und jetzt haben wir hier den Generator, wo wir dann auch das Licht anmachen können wahrscheinlich. Was heißt wahrscheinlich? Ich weiß es ja schon. The power is now on. Jetzt können wir unten wieder in den Raum reingehen. Wir sehen, dass die Musik wie von Geisterhand aufgehört hat. So, it's a light switch. The power is back on, so it's working now. Flip the switch und wir machen das Licht an. Sehen, dass hier was blinkt. Ich habe vorhin mal hier so rundherum geschaut, ob man hier etwas extra entdecken kann. Aber ehrlich zu sein, habe ich ein bisschen Angst, dass wir dann sterben, wenn wir hier in der Dunkelheit weiter rumlaufen. Deswegen gehen wir einfach mal zum Glitzern. Was this here before? I guess it was rather dark. Obtained turnstile ticket. Und jetzt ist der Punkt gekommen, wo ich auch nicht mehr weiter weiß. Bis hierhin habe ich gespielt und dann habe ich mir gemerkt, okay, das habe ich vorhin nicht gesehen. Did someone just record this? Irgendjemand hat uns aufgenommen. Die Tür ist jetzt verschlossen. Und wenn wir jetzt nochmal hier rüber gehen, ist auch verschlossen. Und wenn wir zurückgehen, okay, zurück können wir. Aber hier ist jetzt ja nichts mehr. Oh je. Funktioniert nicht mehr. Dafür haben wir aber sehr viel Licht dafür, dass es nicht mehr funktioniert. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder zurück und jetzt können wir ja das Ticket dort einlösen. Und damit können wir weitergehen in den nächsten Raum. Und wie gesagt, ab dann geht es für mich auch im Blindflug weiter, weil ich keine Ahnung mehr habe, was dann auf mich zukommt. I saw you. Und hier war vorher der Hinweis, dass die alte Hexe den Schlüssel hat. Boah. Ich hoffe mal, das ist mit roter Farbe geschrieben. So, dann lösen wir mal das Ticket ein. Inserted the Turnstile Ticket. Und zack, grün ist immer gut. Turnstile Gate is now open. Jetzt geht's weiter. Und wie gesagt, ab hier weiß ich nichts mehr. Okay, aber wir können immerhin nochmal speichern. Das ist doch super. Machen wir doch glatt. Machen wir mal ein neues File auf.
Oh je. Das klingt nicht gut. Das klingt gar nicht gut. Da konnten wir jetzt gerade raus. Ich würde hier jetzt auch mal kurz lang, oder? Ja, da konnten wir raus. Schauen. Oder kamen wir hierher? Bin ich jetzt gerade im Kreis gelaufen? Ja. Bin ich nicht nach oben gegangen? Oder verarscht mich das Spiel jetzt? Ich meine, kam doch von hier unten. Das sieht exakt gleich aus. Nee, dann gehen wir da oben mal weiter. Ich würde gerne mal wissen, wo wir dann rauskommen. Mit unserem kleinen Männlein. Oder Weiblein. Ich weiß es ja nicht. Nee, ist alles gut. Brauchen wir also gar nicht drücken, um zu speichern. Sollen wir schauen, wo wir jetzt rauskommen? Och. Ihr habt es auch gesehen, oder? Warum? Auf jeden Fall haben wir das Viech jetzt schon mal gesehen. Die Hexe. Das geht ja ewig. Da auch. Hier müssen wir da jetzt was finden. Was denn, wenn wir nach rechts rüber gehen? Bis wohin geht denn das? Das Blinken, das. Ach je. Wir laufen mal hinterher. Wer ist dieses Mädchen? This isn't right. This isn't. Where do you suppose we're headed? Ich weiß es nicht. Sag mir, wo es The hingeht. subway system isn't in use anymore. So, why are you here? Are you hiding? Did you do something wrong? Ich weiß nicht, was wir getan haben oder warum wir es verdient hatten, gehängt zu werden. Das wissen wir ja nicht. When was it? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht hilft der Nebel diesen Dingern zu wachsen, aber das ist jetzt mein geringstes Problem. Sie möchte jetzt nicht mehr mit uns reden, aber sie zeigt uns auch nicht mehr den Weg. Da sind wieder Rohre, die aus der Wand wachsen. Ja, dass die dann vielleicht steuern. Wir gehen mal weiter runter. Jetzt geht es noch tiefer. Ich weiß jetzt nicht, was in dem großen Raum noch für uns zu holen war. Aber ich glaube jetzt nicht, dass. Oh, es wird wieder dunkler. Das letzte Mal war am unteren Bildrand, hat man was gesehen. Da ist etwas vor uns hergelaufen. Jetzt sind wir noch eine Etage tiefer. Können wir nichts mehr nachschauen. Jetzt gibt es keine Kommentare mehr zum Unkraut. Aber wer war dieses Mädchen? Warum ist da unten ein Auge? Keine Infos mehr, da steht irgendwas leicht raus, oder? It's too dark to see. Ah, das soll wohl ein Fenster sein. Naja, ein Fenster wäre aber auch blöd. Ich meine, wir sind. Was war das? Da ist jemand langgelaufen. Komm mal wieder zurück, Junge. Okay, creepy. Da ist noch ein. Nochmal was. It's too dark to see. Müssen wir irgendwas wieder anschalten? Was haben wir denn da? Ah, a lighter. This could be useful. Ah, können wir dann. Much better. An eye is staring back at me. A poster of Naya, I mean. Schauen wir mal, was es hier wieder gibt. There's something written here. Drawing it out on paper may help. Es auf Papier zu zeichnen, könnte helfen. Ist nur was auf Papier zeichnen. Jetzt würde ich gerne mal schauen, weil es da ja so dunkel war. Vielleicht können wir hier was anzünden. Okay. Da
trotzdem schauen wir jetzt hier auch nochmal nach. Garbage Can. Ich würde ja eigentlich mit dem Licht jetzt ganz gerne nochmal in den großen dunklen Raum zurückgehen. Und dazu schauen, ob wir was gesehen haben. Ob wir vielleicht noch was sehen. Was übersehen haben. Nochmal hier weiter. Jetzt sind wir hier anscheinend sowas wie in der Eingangshalle. Da oben haben wir ja schon jemanden laufen sehen. Da ist auch nichts drin. Ich schaue trotzdem überall nach. Hier oben war das. Hier haben wir jemanden gesehen. Aber wo ist derjenige hin? Das klang gerade wie ein Kind. Da unten ist eine Notiz. Ich schaue trotzdem gerade. Das Licht. Och, jetzt geht's aber hier ab. A note is blasted here. It seems to be related to the train system at the station. The train runs in a straight line. Also, der Zug fährt eine gerade Linie. There are four stations and a different color door opens at each of the stations. Also es gibt vier Stationen und eine andersfarbige Tür öffnet sich bei jeder Station. Boah, the station furthest east opens the blue door. This station, first station to the east, opens the red door. The first station to the west opens the yellow door. The furthest station to the west opens the green door. The train's route is the same every day. It always begins and ends its route at this station. It then heads to the station furthest east. The only time in the day it goes that far eastward. It then heads all the way west, making a stop at each of the stations along the way. The train then heads back east by one and then goes backwards the way it came to the west by... Okay. It then ends its route and comes to the rest for the night. The route it takes also doubles as the release for the security lock. Okay, 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 okay. Wir schauen uns erst nochmal um und dann müssen wir da, glaube ich, die richtige Reihenfolge eingeben. Aber die kriege ich jetzt momentan noch nicht hin. Ich schaue trotzdem gerade mal hier. This seems to control the security lock of the train. Enter in the passcode. It seems it wants you to enter in some 8-button combination. Okay, okay, okay. Nein, 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 kriege ich ja eh noch nicht hin. Nee, das muss ich dann erst nochmal. 8. Eieieiei. Oh Mann. Was ist denn hier? A metal wire gate is blocking the way. It seems to descend further into the subway station system. Also hier würde es theoretisch noch mal weiter runtergehen. Oh, was ist das? Sah aus wie ein Skelett oder sowas. Was ist das? Oh my, a corpse. It looks a bit odd. Das sieht nicht menschlich aus. Sieht eher so aus, als könnte es nach Hause telefonieren. Okay, da müssen wir gleich ein bisschen Denksport machen. Ich werde mir das nicht aufschreiben, sondern versuchen, meine grauen Zellen zu bemühen. Da habe ich gerade was gehört. Hier oben ist doch vorhin einer langgelaufen. The train is parked here. That looks a bit peculiar. It's also locked. Ja, okay, dahinter sehen wir auch den Zug. Aber hier war doch jemand, hundertprozentig. Das habe ich mir nicht nur eingebildet. Wo ist der? Das kann ja nicht das Skelett sein. So schnell geht er ja, geht man ja auch nicht drauf und verfault. Aber eigentlich haben wir jetzt hier alles gesehen. Dann fangen wir mal mit dem Rätsel an. Außer es geht hier drüben noch weiter. Aber das ging es ja eigentlich nicht. Da oben war nur noch die Control. So, und jetzt versuche ich es mal. Also, a note is blasted here. Genau. Gerade Linie. Four stations, a different... Okay. Also,
Blau, Rot, Gelb, Grün. The station furthest east opens the blue door. Blau, Rot, Gelb, Grün. Ich muss mir das ganz kurz mal vorstellen. Blau, Rot, Gelb, Grün. Deswegen heißt das Spiel wahrscheinlich auch Close Your Eyes, weil ich gerade meine Augen zugemacht habe dabei. Ganz witzig. Blau, Rot, Gelb, Grün. Blau, weitesten, furthest east. Also am weitesten nach Osten ist Blau. Danach Rot. Rot sind wir momentan. This station to the east opens the red door. Also, die erste nach Osten ist rot, die am weitesten entfernt ist blau. The first station to the west opens yellow. Also, yellow ist erste Station, gelb ist erste Station Westen und grün ist am weitesten entfernt. Jetzt habe ich schon übersprungen. Scheiße. Nochmal. Okay. So. The train's route is the same every day. It always begins and ends its route at this station. Okay. Jetzt ganz kurz nochmal. Also diese Station war rot, genau. Also es fängt mit Rot auf jeden Fall an. Rot. Furthest east. Blau. Rot, blau. All the way west. Gelb. Rot, blau, gelb. Ach du Scheiße, das muss man sich aber echt aufschreiben. Rot, blau, gelb. Das stimmt, da stand ja auch, dass man auf jeden Fall was niederschreiben soll, oder? Rot, blau, gelb. The train then heads back east by one. Rot, blau, gelb. Boah, das ist aber echt knifflig. Können wir uns hier irgendwo was aufschreiben? Das wäre ja ganz praktisch. Vielleicht gibt es ja in irgendeinem Mülleimer was, wo wir uns was aufschreiben können. Nicht gedacht, dass das Spiel jetzt so knifflig wird. Haben wir hier schon geschaut eigentlich? Okay, da ist auch nichts Nützliches drin, ne? Sonst muss ich gleich mal einen Cut machen, weil ich es mir dann aufschreiben muss. Dann schon sehr, sehr knifflig. Ja. Ah, da vielleicht direkt daneben die Schlaukopf. Ah, schade. Okay, dann mache ich mal ganz kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit Stift und vielleicht sogar Papier. Mal schauen. Bis gleich. Mhm.